Und damit hallo und herzlich willkommen zu Stray Blade. Ja, ich bin gebeten worden, in dieses Spiel reinzuschauen. Ich weiß noch nicht so genau, was draus wird. Ich denke, dass es ein komplettes Let's Play wird. Aber wir schauen erstmal, wie das Spiel so ist und was man alles damit machen kann. Und ja, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Farin West, was für einen Körperbau hat Farin? Natürlich einen weiblichen Körperbau. Über Farin West, die selbsternannte Abenteurerin und begnadetste Entdeckerin, Farin West bereist seit Jahren die bekannte Welt. Farin sagt gerne, dass sie die Welt erobert hat. Nicht durch Blutvergießen, obgleich zuweilen Schwerter gezückt wurden. Jedoch nie um des Ruhmes willen. Sie reist einzig zur Befriedigung der Neugierde, die in ihren Herzen brennt. Nachdem sie alles gesehen hat und nichts sie mehr auffällt, widmet sich Farin als nächstes dem letzten ungelösten Geheimnis, Akrea. Farin weiß, wenn jemand die Fähigkeiten hat, dieses Teil der Legenden zu finden, dann sie selbst. Und so beginnt ihr großes Abenteuer. My name is Farin West. My name is Farin West. The Valley of Promise, Akrea, where God sleeps. Nobody would have believed me back then that all their different names, in truth, described the same. But for this reason, it was me, the unimportant stray, who found it. I traveled alone, as I always did, since if I were to be betrayed, my journey would have become a race against those with more money and power. And then I did my first step onto Akrean ground. I thought that this would be my biggest adventure, but how big it would be, I could have never known. Feels like it's gonna explode. Just how did I get... What is this? That stone. When it crashed into me, didn't I... Did I die? No. No, that can't be. I'm standing here right now. But I shouldn't try removing it. Whatever. As long as I'm still alive, that's all that matters. Like they always said, Farin, you will probably survive anything. But I better not keep pressing my luck. So time to leave. So, benutze LS, um zu navigieren. Das ist ja noch normal. Finde einen Weg aus dem Tal. Die erste Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, wie kann sie atmen? Sie hat irgendwie dieses Ding komplett vor der Nase und kann weder atmen noch reden eigentlich damit. Aber trotzdem schafft sie es irgendwie. Also, ein Weg aus dem Tal. Wir müssen wahrscheinlich klettern. Are those fresh animal tracks? Weird. Some look almost like tiny boots. And are those claw marks? Did someone bring me here? But who could have done that? I came alone. So, wir können mit X hoch und runter klettern. Now that's what I call helpful. Don't know how accurate this is, but I should definitely map this out. At least it gives me some landmarks. Also mir jetzt noch nicht wirklich, aber egal. Weltkarte ansehen. Ah, okay. Also das heißt, dieser Teil hier ist jetzt wahrscheinlich der Teil auf der Karte. Finde einen Weg aus dem Tal. Das ist dann das Gelbe. Sehr schön. Schon mal ein Pluspunkt von mir, dass man weiß, wo man eigentlich hin muss. Sprinten mit dem linken Stick, okay. Auch die Grafik, muss ich sagen, ist sehr, sehr schön.
Sprinten und springe A. Okay. Also springe nicht A, sondern springe mit A. Okay. Was ist das? Herzbeere einsammeln. Heartberries. So they grow even here. That should drive the headache away. Gesundheit und Herzbeeren. Der rote Balken steht Farens Gesundheit wieder her. Das Verbrauchen von Herzbeeren durch Links kann den Gesundheitsbalken wiederherstellen. Herzbeeren können in der Welt gefunden werden, aber deine Lagerkapazitäten für sie sind begrenzt. Ich hasse sowas, wenn irgendwas begrenzt ist. Auch können manche Feinde in bestimmten Situationen Herzbeeren abwerfen. Das ist schon mal gut. Jedes Mal, wenn Farin wiederbelebt wird, werden alle Herzbeeren wiederhergestellt. Das ist auch sehr gut. Wieso steht... Ich wollte gerade sagen, wieso steht der jetzt Escape? Ich spiele doch hier mit dem Controller. So. Einmal runterrutschen. Was haben wir hier? Ist das unseres? This is rostiges Schwert. Sehr schön. But how is it rusted already? Maybe the merchant ripped me off. Den eigenen Weg finden. Suche weiter einen Weg aus dem Tal, die grünen Wiesen und so weiter und so fort. Okay, also hier kann man sich quasi das Ziel dann nochmal angucken. Die Frage wäre jetzt, können wir damit jetzt diese Dinger kaputt machen? Ich nehme mal an, ja. Okay, also so können wir schlagen. Und mit links blocken. Okay, also das sind leichte Schläge mit rechts oben und schwere Schläge mit rechts unten. Das ist schon mal zumindest so, wie man es kennt. Das war die falsche Taste. Weltkarte. Die Weltkarte mag uns nicht. Doch, da ist eine Sackgasse. Dann gehen wir da mal als erstes hin und gucken mal, ob wir da noch irgendwas finden können. Da kann man... Das kann man nicht nehmen, ne? Unten ist auch nichts. Okay, es soll eigentlich eine Sackgasse sein, aber eigentlich ist es gar keine Sackgasse. Okay, die Sachen kann man scheinbar nicht kaputt machen. Notiz lesen. Ernsthaft? Ein Holzknüppel? Ernsthaft? Das ist alles, was ich bekomme. Der Hauptmann muss wahnsinnig sein, wenn er denkt, das würde ausreichen. Aber ich schätze, ich muss damit klarkommen. Vielleicht kann ich damit zumindest ein paar von den Viechern von mir fernhalten. Oh, Viecher hört sich nicht gut an. Können wir nicht einfach die Gegner ausschalten? Da ist das Spiel einfacher. willkommen im Club, eine Errungenschaft. Benutze Pfeil nach oben, um zwischen deiner primären und deiner sekundären Waffe zu wechseln. Ach, okay, ich habe anscheinend den Knüppel gefunden, so wie es aussieht. Ganz nach alter Gameplayerin-Manier schreibe ich mir natürlich auf, was ich jetzt mit welcher Taste machen kann. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Aber das ist schon mal gut, dass wir hier rumgegangen sind. Aber ich schätze, oder? Doch da, grüner Farn. Den können wir nicht auch noch einsammeln. Okay. Was jetzt der grüne Farn bewirkt, wissen wir noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas mit, dass wir was zusammenbrauen können oder sowas, dass wir Zutaten hier einsammeln können. Laufen wir erstmal wieder zurück. Das sieht irgendwie ganz lustig aus, dass sie dieses rostige Schwert jetzt so auf der Schulter liegen hat. Wobei es auch sehr unbequem aussieht, muss ich auch dazu sagen. Von da sind wir gekommen, ne? Dann schauen wir doch mal, wo es hier weitergeht. Was ist das denn hier? Hat nichts zu bedeuten anscheinend. What are they all doing here? Golden Order? The Black Claw Clan? Even the Church of the Observer? There were no signs that they found the valley as well. All the more reason to leave. Hoped it wouldn't be necessary, but I think I should change into my helmet. Zielauswahl. Drücke RS, um ein Ziel aus- oder abzuwählen. Nö. Oder ich habe hier einfach keine Ziele. Ich weiß es noch nicht genau. Moment. Ah, doch, das kann man als Ziel benutzen. Okay.
Okay, und dann kann man so... Nee, so kann man dann wechseln, wenn es einmal amüsiert ist. Okay, gut. Was ist das da oben? Kommen wir da hin? Ohne diesen Kletterdingern kommen wir bestimmt nicht hin, ne? Öffne das Inventar. Hier kannst du all deine bereits gesammelten Gegenstände, Ressourcen und Waffen sehen. Wechsle zum Helmreiter. Achso, hiermit. Helm. Jetzt kann ich nichts mehr lesen. Rüstungswerte. Keine Ahnung. Weil, darf man nicht lesen. Irgendwas kann verschiedene Arten von Helmen, Brustplatten und Schulterplatten fertigen. Je höher der kombinierte Rüstungswert der Ausrüstung ist, die Fahren trägt, desto höher ist der Schutz gegen jeden Schaden. Rüstung erhöht auch die Energiekosten von Ausweichen. Das ist natürlich schlecht, aber irgendwie auch logisch. So, Moment. Glückshelm hat über viele Jahre viele Dinge gesehen. Der hat mehr Effizienz auf jeden Fall. Achso, wähle ihn aus, steht er auch. Okay. Er sieht nur etwas seltsam aus, ne? Da hat sie nichts anderes. Grüner Farn. Der grüne Farn mag auf den ersten Blick schlicht erscheinen, aber er bietet viele Anwendungen und einen beruhigenden Duft, an dem sich viele erfreuen. Okay, das lassen wir dann mal so stehen. Da können wir auch noch nichts wechseln. Okay. Na gut. Dann gucken wir mal, ob die vielleicht noch irgendwas für uns haben oder so. Kaputt machen können wir die auch nicht. Will ich wissen, was die alle getötet hat? War der noch am Leben? Nee, oder? Weil der gerade so komische Geräusche von... sich gegeben hat. Hä? Was ist das denn? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum das Musik von sich gibt, wenn man dagegen rennt, aber okay. Ein Weg hinaus. Folge dem geheimnisvollen Licht und den Geräuschen. Lass mich doch erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Da ist schon wieder dieses Symbol. I don't think any animal is stupid enough to be this noticeable. I could follow it. Well, I don't know the way anyway, so how bad can it get? Ah, okay, diese Geräusche. It seems like these Shrines were important to their creators. Otherwise they wouldn't have survived for who knows how long. Akrianischer Lebensschrein. Akria ist voll von akrianischen Lebensschreien wie diesen. Du wirst an dem letzten akrianischen Lebensschrein, mit dem du interagiert hast, wiederbelebt. Oh, okay. Schade. Ich dachte, das wären jetzt so Supportsteine oder so. Was ist das denn hier? Ein Baum? Da ist doch jemand. Hallöchen, können Sie mir einen Weg zeigen? So not everyone is dead. What a bother. Hey. Hola. Salve. I don't want to disturb you in your business, but do you know a way out of here? I suppose you don't. Guess I shouldn't even have tried asking. Rote Angriffe. Oh Gott, rote Angriffe werden durch ein rotes Symbol angezeigt und du musst ihnen ausweichen, indem du B kurz vor den Aufprall drückst. Wichtig, reagiere auf die tatsächliche Bewegung des Angriffs, nicht auf die Anzeige. Okay. Ausweichen kostet Energie. Ja gut, das ist logisch. Mir fällt hier gerade was runter. So, greifst du mich jetzt an? Ja, okay, das war nicht gut ausgewichen.
Da hatte ich ausweichen gedrückt, aber es war wohl trotzdem nicht so gut. Okay, mit Ausweichen hat sie es nicht so. Part of the Golden Order. Just how did they find the valley? Nobody should have known of me coming here. What happened while I was unconscious? Okay. Sie hat ein neues Schwert gefunden, was ich aber nicht auswählen darf. Warum darf ich das nicht auswählen? Okay. Da stand doch gerade, ich habe ein Schwert gefunden. Sauerei. Hier. Kann ich hier hoch? Anscheinend nicht. Dann sind das nur Fußspuren oder sowas. Oh, noch mehr. Haha, damit ich üben kann. Haha. Ausweicharten. Die Qualität des Ausweichens richtet sich nach dem Timing. Durch erstes Ausweichen entfernst du dich vom Feind. Durch perfektes Ausweichen regenerierst du auch einen Teil deiner Energie. Okay. Versuche so kurz wie möglich vor dem Aufprall auszuweichen, um perfektes Ausweichen zu erzielen. Ja. So kurz wie möglich davor kann ich mal versuchen, aber rechtzeitig hat ja nicht so funktioniert. Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht beide angreifen. Ja, das hat auch wieder nicht funktioniert. Wie lange braucht die für ihren Schlag? In dem Moment kann die ja gar nicht mehr ausweichen, das ist klar. Achso, halt. Na, mein Kind? Ich bin nicht so gut im Ausweichen, lass das. Also wenn sie noch im Schlag drin ist, kann sie nicht ausweichen. Das ist natürlich sehr nervig. Weil normalerweise wird das dann ja... Krallen und Zähne. Ganz toll. Normalerweise wird das dann ja noch registriert, dass sie zumindest der Charakter ausgewichen ist. Forge! Well, my sword probably won't hold up much longer. Okay. But I never was that good at forging. With the blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. Not too shabby. Maybe I should have considered another job than journeying. Probably less dangerous too. Who am I kidding? As if I could ever sit still long enough. Okay. Hat die jetzt ausgewechselt, Jan? Nee, sie hat sie nicht ausgewechselt. Warum nicht? Warum nimmst du nicht die Waffe, wo ich auf Auswechseln drücke? Ach so, weil ich gedrückt halten muss. Okay. Dann kann ich das noch akzeptieren. So, das ist nochmal die Schmiede. Die wollen wir nicht nochmal benutzen. Okay. Das heißt, dass man bei den Gegnern anders kämpfen muss als normal. Das heißt, ich versuche das jetzt mal immer nur einen Schlag zu machen, dann wieder auszuweichen und dann wieder einen Schlag zu machen. Weil anders geht es anscheinend nicht. Ich habe normalerweise sonst immer 2, 3 Schläge gemacht und dann musste ich mal ausweichen. Aber hier ist das doch etwas anders. Blaue Angriffe. Okay, man wird erstmal unterbrochen. Werden durch ein blaues Symbol angezeigt und du musst parieren, indem du kurz Y vor dem Aufprall drückst. Wieso jetzt Y? Ich habe doch eben mit links pariert. Das, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Wichtig, reagiere, ja, das stand ja jetzt eben auch drin, die Angriffe kann nicht im letzten Moment ausgewichen werden. Rote Angriffe wiederum können nicht pariert werden. Oh Gott, also rot, B, blau, Y. Das ist schon wieder zu viel für mich. Okay, fangen wir an. Okay, das war anscheinend nicht der erste Schlag. Okay, die blauen gefallen mir etwas besser. Damit komme ich etwas besser klar anscheinend. So, da geht es wahrscheinlich rum.
Also schauen wir hier mal eben, was hier noch ist. Da können wir nichts kaputt machen. Kann ich da irgendwas holen? Sieht nicht so aus, ne? Kann ich dich irgendwie pflücken oder so? Ja, kann ich. Achso, du warst ein Herzbär. Okay. Das ist sehr schön. Dann kann ich mich zumindest einmal heilen. Ach, ich kann mich nur einmal pro Kampf heilen. Oh je. Sicher jetzt erst. Okay, ich habe zu viel Kunden gespielt. Ich merke das schon. Ich will leuchtende Sachen. Hallöchen. Leuchtende Sachen. Anklicken, das wollte ich sagen. Yeah. So macht das doch Spaß. So, der läuft wahrscheinlich hinten rum. Dann gucke ich hier nochmal kurz. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, ich habe ihn gerade auf der anderen Seite gesehen. Oder? Hey, you. Still not feeling like showing yourself? Thought so. Even if you'd stop helping me now, I couldn't blame you. Well, but... Thank you. Well, following you is not the best plan I've ever had. It's better than nothing. Ankunft. Die Gruppe auf der anderen Seite hat eine Art goldenen Turm gefunden. Sie glauben, dass es einen Zusammenhang zwischen ihm und dem Artefakt gibt. Seit ihrer Ankunft vor einer Woche haben sie uns vor den Bestien gewarnt. Wir dachten, wir wären gut vorbereitet, aber diese Biester haben uns definitiv Ärger bereitet. Wir können nicht auf die andere Seite gelangen. Die Türen geben einfach nicht nach. Ich sehe keinen Sinn darin, solch ein riesiges Bauwerk zu errichten. Aber was weiß ich denn schon? Nun, wer auch immer hier gelebt hat, ist schon lange tot. Ja, sehe ich, wie tot die sind. Okay, kann man hier sonst auch durch? Nein, okay, da müssen wir auf jeden Fall klettern. Hier ist auch nichts mehr. Ja, 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 ich habe dich schon gesehen. Ich habe aber auch die Herzblumen. Ja, Moment, ich kann mich aber heilen. Und dann die Herzblumen, also Herzbeere. Und dann die Herzbeere nehmen. Das ist doch gar nicht so doof. Da kann ich nichts machen, wenn ich da hochklitter, ne? Gehen wir den Weg entlang. Parierarten. Die Qualität des Parierens richtet sich nach dem Timing. Gutes Parieren fügt etwas Gleichgewichtsschaden zu und regeneriert etwas Energie. Perfektes Parieren fügt noch mehr Gleichgewichtsschaden zu. Versuche so gut wie möglich... vor dem Aufprall zu parieren und perfektes Parieren zu erzielen. Ja, versuchen kann ich's. Kein Thema. Ob ich das hinkriege, weiß ich aber noch nicht. Ja, bloß nicht blocken. Kein Thema. Hallöchen. Wie oft soll ich auf Y drücken? Nein, sie schafft es wieder nicht, weil sie mitten im Schlag ist. Das ist kein Parieren, Mädel. Sie bekommt jetzt kein Y? Ich heile mich mal besser. Achso, das war jetzt von einer anderen Leiche. Okay. Da hinten sind noch mehr. Da können wir auch noch rum. Moment, wir gucken erstmal. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Warum steht man immer da unten drin, anstatt da, wo der ist? Also, wir müssten theoretisch nach rechts gehen. Nicht dahin, wo ich jetzt gucke, sondern da hinten hin. Dann schaue ich hier vorne mal, ob ich noch irgendwas finden kann. Achso, das ist die Ecke. Okay. Ich hoffe, da ist jetzt keiner mehr drin. Dich habe ich nämlich schon vom Weiten entdeckt. Ich wollte dich einsammeln. So. Ja, aber sonst scheint hier nichts zu sein. Gucken wir mal. Ist das jetzt ein Durchgang oder was ist das hier? Es ist nichts, wo ich durchkomme. Nö. Okay. Dann nicht. Das ist gemein. Da wollte ich eigentlich rum. Aber okay. Ja,
Ja, nimm mein B wieder nicht an. Das war nicht B, das war Y. Der reagiert so spät mit dem Y. Warum hat der mich jetzt getroffen, obwohl ich im Parieren war gerade noch? Ja, genau! Genau! Oh Mann! Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel überleben werde. Ich bin ganz ehrlich. Aber das Problem ist ja, man hat gerade geschlagen. Das ist toll, dass du was Neues gelernt hast, aber ich bin gerade was im Erklären. Man schlägt gerade. In dem Moment ist der andere aber schon seinen Angriff am Machen. Und man kann in dem Moment nicht mehr blocken. Wobei das Blocken tatsächlich auf zwei Tasten liegt, sehe ich gerade. Also das ist jetzt L unten. Also L2 und das ist jetzt Y. Also kann ich mir das doch damit angewöhnen. Hallöchen, warum hast du dich jetzt hier drin versteckt? Oh, mein Kompass! Oh, mein Freund! At least you aren't broken. Seems like the Golden Order understands your importance, seeing as they kept you. With you, it shouldn't be that hard to find a way out of here. Naja, eine Karte ist mir ehrlich gesagt lieber als ein Kompass, aber gut, wir können es ja mal probieren. Ach so, okay. Damit kann man dann gucken. Ah. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da hin will. Das sieht mir irgendwie so aus, als ob das Ganze andere Spirenzchen waren. Ich kann mich aber noch heilen, oder? Naja, okay, nicht viel, aber. Und das ist jetzt ein Bosskampf. Die meisten Feinde haben eine Gleichgewichtsleiste, die sich mit der Zeit regeneriert. Dezimiere die Gleichgewichtsleiste eines Feindes durch Angriffe oder erfolgreiches Parieren. Wenn die Gleichgewichtsleiste so weit fällt, dass die Taumeln-Anzeige getroffen wird, wird der Feind zum Taumeln gebracht. Das ist toll. Welche von denen ist jetzt was? Also unten das Weiße ist die Taumeln-Anzeige, wenn ich es richtig verstehe. Du wirst außerdem etwas Energie zurückgewinnen. Okay. Also, ich habe recht gehabt. Das ist ein Bosskampf. Ich will nicht mehr. Ich habe doch noch gar nichts richtig lernen können. Nein, du bist ausgewichen. Nein, du hast pariert. Ach, das ist der Blaue. Hallo? Geht's noch? Nein, du bist ausgewichen. Du sollst zumindest ausweichen. Jetzt habe ich aber blau gedrückt, genau wie es angezeigt wurde. Aber das war falsch. Die haben es falsch angezeigt. Okay. Geschafft. Oh mein Gott. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne den Fertigkeitsbaum mit links, um eine Fertigkeit aufzuwerten. Oh Gott. Ich habe mich schon sterben gesehen. Farens Fertigkeiten. Willkommen zu Farens Fertigkeiten. Hier kannst du den Level aller angezeigten Fertigkeiten mit Fertigkeitspunkten erhöhen. Fertigkeitspunkte. Faren erlangt EP für alle erfolgreich abgeschlossenen Kämpfe. Für jede Levelerhöhung erhält Faren einen Fertigkeitspunkt. Quasi viel geschrieben und nur eine Sache gesagt. Fertigkeiten. Schalte neue Fertigkeiten frei, indem du Waffen im Kampf einsetzt und ihre volle Beherrschung erreichst. Okay. Sobald eine Fertigkeit freigeschaltet wurde, bleibt sie immer aktiv, egal welche Waffe du verwendest. Das hört sich gut an, immer aktiv. Level-Ups und Fertigkeitspunkte. Manche Fertigkeiten sind von Anfang an verfügbar und müssen nicht freigeschaltet werden. Fertige und verwende neue Waffen, um neue Fertigkeiten für Faren freizuschalten. Dann irgendwas.
Konstruiertes, glaube ich. Wichtig, alle Waffen im Fertigkeitsbaum werden während deines Abenteuers mehr oder weniger gleich effektiv sein. Also kannst du gerne zu deinen Favoriten zurückkehren. Das hört sich auf jeden Fall schon mal positiv an. Jetzt zeigt er mir hier verschiedene Sachen an. Ach doch, jetzt bin ich hier unten. Bei erfolgreichen Paraden stellt man Energie wieder her. Kriege ich eh nicht hin. Verbesserter leichter Angriff. Erhöht den Schaden von den leichten Angriffen. Das wäre schön. Einen Punkt kann ich nur ausgeben. Okay. Verbesserter schwerer Angriff. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden von den Spezialangriffen. Fahren kann eine zusätzliche Herzbeere tragen. Das wäre für mich allerdings auch nicht schlecht. Ich würde sagen, das mache ich. Das Ablocken von Angriffen kostet weniger Energie. Wo bin ich jetzt? Hilfe. Und erhöht Fahrens maximale Gesundheit. Das wäre natürlich auch geil. Aber ich würde sagen, ich weiß ja nicht, inwiefern die erhöht wird. Sagen wir es mal so. Ich nehme erstmal die Beere, würde ich sagen, und danach erhöhe ich die Gesundheit. Das scheint mir für mich irgendwie gerade am besten zu sein. So, das heißt, wir müssten, das war die falsche Taste und wir stehen wieder woanders. Folge weiter dem mystischen Begleiter. Was ist das hier? Wiedergeburtsschrein? Ungelöstes Geheimnis? Wiedergeburtsschreien. Okay. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das ja jetzt so ein Bosskampf war, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dass wir dann im nächsten Video weiterschauen, ja, was dieser mysteriöse Begleiter eigentlich von uns möchte. Oder vielleicht will er uns ja auch in eine Falle locken oder so. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe, bis dahin habe ich das dann ein bisschen besser drauf, auch mit den Ausweichen und dem Parieren. Also grundsätzlich ist das nicht das Problem, es ist nur wirklich das Timing. Weil wenn man gerade im Schlag ist, ist es zu 90% so, dass der Gegner gerade irgendeinen Angriff ansetzt und man kann halt weder ausweichen noch parieren. Und ja, ich bin halt kein Mensch, der erstmal eine halbe Minute wartet, was macht mein Gegner und dann darauf reagiert, sondern ich greife direkt an normalerweise. Deswegen ist das für mich ein bisschen Umstellungsbedarf jetzt hier, aber das kriegen wir schon hin. Ist auf jeden Fall sehr spaßig in der ersten Folge, auch wenn ich gedacht habe, das verkacke ich jetzt und ich sterbe jetzt hier. Mal sehen, wie es noch weitergehen wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.